Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Apps-Familie, willkommen zum neuen Format European Challenges hier an der EBS. Mein Name ist Jonas Ottmer, ich bin Student im zweiten Semester hier und darf euer Moderator sein. Wir alle erleben Herausforderungen im täglichen Leben. Als Student erkennen wir oder lernen wir mit europäischen und globalen Challenges im täglichen Leben umzugehen und aufkommende Herausforderungen frühzeitig zu erkennen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seit dem 22. Februar hat Europa eine neue Herausforderung, die wir wahrscheinlich alle nicht kommen gesehen haben und uns doch alle betrifft. Ich freue mich sehr, heute Günther Oettinger begrüßen zu dürfen. Als unseren Präsidenten der EBS und früheren EU-Kommissar freue ich mich, Ihre auf Expertise zurückgreifen zu können. Würde mich freuen, Ihre Sicht auf die aktuelle Krise zu hören. Lieber Herr Ottmüller, meine sehr verehrten Damen und Herren, seit 5 Wochen sind wir Beobachter und Zuschauer eines Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt, im Herzen Europas. Es ist ein Krieg von Soldaten und es ist ein Völkermord an Menschen. Was in der Ukraine geschieht, ist der Versuch, ein Volk zu ermorden. Und die Bilder zum Beispiel von Mariupol erinnern mich an Guernica, an Grozny, an Aleppo, nein, auch in Stalingrad. Schlimmer kann man sich Leid von Menschen und Gewalt an Menschen nicht vorstellen. Und die Bilder dann gestern von der befreiten Stadt im Raum Kiew, wo Jagd auf Zivilbürger gemacht wurde, alle Menschen, Frauen, Kinder, wahllos geschossen wurde auf der Straße. Also sinnlos, nicht mal Krieg darf so schrecklich und sinnlos sein. Das Ganze ist eine unglaubliche Tat und ich will mal zuspitzen, in den Jahrzehnten seit und nach Adolf Hitler hat niemand so grausame Verbrechen begangen wie Putin und seine Generäle und seine Berater und Teile der Bevölkerung Russlands an den ukrainischen Brüdern und Schwestern, wie er betont. An einem souveränen Land. Ich blicke kurz zurück. 1989 fiel die Mauer und Gorbatschow hat die deutsche Einheit ermöglicht. Sein Nachfolger Jelzin hat dann im Jahre 1991 sehen müssen, dass die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, die Sowjetunion, insolvent war. Und er hat damals dann dem Druck nachgegeben und gesagt, ihr könnt gehen. Ihr Völker in dieser Union, ihr könnt gehen, ihr könnt selbstständige Nationen und Staaten werden. Und sie gingen alle. Es ging Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadschikistan, es ging Aserbaidschan, es ging Armenien, es ging Georgien, es ging Moldawien, es gingen Estland, Lettland und Litauen, es ging Belarus und es ging die Ukraine. Dies war in Moskau so akzeptiert. Und 3 Jahre später hat man in Budapest einen Völkervertrag geschlossen, in dem die Ukraine sich verpflichtete, ihre Atomwaffen abzugeben, auf Atomwaffen zu verzichten und in dem die USA und Russland die Unabhängigkeit und Souveränität der Gebietsgrenzen und der Bevölkerung der Ukraine garantierte. 1994. Jelzin hat dann ständig zu viel getrunken, war nicht mehr amtsfähig, hat dann 1999 einen Nachfolger gesucht und ihn dem Geheimdienstchef Putin gefunden. Er hatte eine Bitte, lass mich am Leben und lass mich alt werden und lass mich weiter trinken und mache keine Strafverfahren gegen mich aus. Putin ist der Erbe von Jelzin. Ein Erbe kann man annehmen oder ablehnen. Das ist wie im normalen Leben. Wenn Sie eine Wohnung erben von Ihrer Tante, dann können Sie die erben und wenn Grundschulden drauf sind, erben Sie die mit oder Sie können sie ausschlagen, die Wohnung. Entweder ganz oder gar nicht. Putin hat das Erbe angenommen, wurde Präsident und will jetzt die Verpflichtungen, die sich aus diesen Verträgen 1991, 1994 ergeben, seines Vorgängers, nicht mehr wahrhaben.
Er hat einmal gesagt, ich zitiere wörtlich, die größte Katastrophe des letzten Jahrhunderts war, ich dachte an Hitler und das Dritte Reich, für ihn war diese größte Katastrophe die Freigabe der Sowjetrepubliken aus der Zeit der alten Sowjetunion. Diese Denke hat er oft betont. Wir haben ihn unterschätzt. Er macht, was er sagt. Er macht, was er ankündigt. Er führt Krieg, wenn er ihn will. Und glaube keiner, es geht um die Ukraine, aber nicht nur. Auch Estland, Lettland, Litauen, Polen sind in Gefahr. Und auch wir Deutsche können uns nicht eines Friedens sicher sein. Der Friede ist nur dann sicher, wenn man wehrhaft bleibt. Deswegen ist es so wichtig, jetzt die Europäische Union zu stärken, das transatlantische Bündnis zu stärken und den Westen zu stärken, gemeinsam mit allen Demokratien der Welt gegen Putin anzutreten. Mit Sanktionen, mit gemeinsamem Vorgehen, indem wir auch der Ukraine Waffen liefern, damit sie sich selbst wehren kann. Denn wenn die Bundeswehr oder eine andere Armee in den Krieg eintreten würde, was nicht geschehen wird, hätten wir den Dritten Weltkrieg. Der kann vielleicht trotzdem kommen. Aber er sollte nicht von uns durch den Beitritt in den Krieg provoziert und herbeigeführt werden. Putin kann den Krieg nicht gewinnen. Er kann vielleicht das Regierungsviertel von Kiew noch zerstören. Er kann viele Zehntausende an Toten machen, Soldaten und Zivilbevölkerung. Aber zu glauben, dass man ein derart großes Land mit einstmals knapp 40 Millionen Einwohnern besiegen, beherrschen kann, das geht nicht. Und deswegen wird es ein Guerillakrieg vielleicht sein. Oder er gibt mit einem Waffenstillstand dem Frieden eine Chance. Aber der Friede kann nicht lauten, dass die Ukraine sich unterwirft. Die Bürger der Ukraine sind im Maidan mehr denn je, wollen die Werte des Westens, glauben an Demokratie, an Meinungs- und Pressefreiheit, an Glaubens- und Religionsfreiheit, an soziale Marktwirtschaft, an Gewaltenteilung, an Gerechtigkeit. Sie wollen so leben wie wir in Österreich-Winkel, Berlin, Paris. Sie wollen nicht mehr sich Moskau unterordnen müssen. Deswegen, ich habe große Bewunderung, ob des Muts, der Tüchtigkeit, der Zähigkeit und der Klugheit der ukrainischen Bürger, vom Präsidenten Zelensky über die Brüder Klitschko bis zum jüngsten Soldaten oder bis zu der Frau, die mit ihrem Kind vor einige Zeit nach Berlin geflohen ist, aber zurückkehren will. Ich bin tief besorgt, aber ich glaube, dass wir gerade in Deutschland wissen müssen, dieser Krieg gilt auch uns und wir können nicht teilnahmslos daneben stehen. Ja, da haben Sie, glaube ich, ein sehr breites Umfeld, was für die letzten Tage und Wochen hier an Studenten an der Uni, in Österreich-Winkel, auch in Deutschland und Europa mitbekommen haben, gerade umfasst. Sie haben so die Grundwerte als Europäer dargestellt, die massiv durch den Krieg verletzt wurden. Was glauben Sie, sind die Einflüsse und die Folgen auf die europäische Gemeinschaft, die dieser Krieg in der Ukraine für uns in Europa hat? Der Krieg ist schrecklich und er hat viele schlimme Folgen für die Bevölkerung. Aber klar ist, die NATO, die ja mal von Macron als, ich zitiere, Hirntod bezeichnet worden ist stärker denn je. Vielleicht treten sogar Schweden und Finnland der NATO bei. Ein Bündnis für Frieden und Verteidigung, kein Angriffsbündnis. Die Europäische Union, Putin, aber auch Xi Jinping, der Chinese, verfolgen ja übrigens auch Trump, immer die Strategie Divide et Impera. Teile die 27 Europäer und herrsche. Und ist oft genug gelungen. Er hat oftmals auch hier Ungarn, hier Griechenland, andere rausgekauft, uns damit handlungsunfähig gemacht. Es zeigt sich jetzt, dass die Europäer einstimmig und einhellig vorgehen. Die Sanktionen können nur einstimmig beschlossen werden. Und sie wurden einstimmig beschlossen. Das heißt, in Wahrheit hat Putin das Gegenteil erreicht von dem, was er wollte. Er hat die NATO wiederbelebt und die Europäische Union geeinigt und stärker gemacht. Wenn Sie aktuell sehen, ist die Sanktion, es wird viel von Sanktionen gesprochen. In den letzten Tagen und auch heute Morgen hieß es zum Beispiel durch Polen, Deutschland ist verhindert mit, dass weitere Sanktionen besonders im Energiebereich getätigt werden.
Wie sehen die Stärke der EU und der NATO aktuell auf die Sanktionen zu reagieren? Kann die EU die überhaupt durchsetzen? Können wir uns es leisten, ohne russisches Öl und Gas zu leben? Die Sanktionen wurden gemeinsam beschlossen und der eine Baustein tut dem eher weh, der andere Baustein tut einem anderen Land weh. Aber es gab noch nie so weitreichende Sanktionen gegen ein Land und gegen ein Herrschersystem, eine Diktatur. Und ich finde den Kurs von Herrn Habeck nachvollziehbar. So stark wie möglich, so schnell wie möglich die Importmengen zu reduzieren. Erst keine Kohle mehr, dann kein Öl mehr und irgendwann kein Gas mehr zu importieren. Aber klar ist da Folgendes, auch die Ukraine muss Interesse an einem starken Deutschland, einer starken Europäischen Union haben und an Produktion von Maschinen und anderem mehr in Deutschland. Und wenn wir von heute auf morgen den Gasbezug beenden würden, dann hätte BASF innerhalb weniger Wochen keine Chance mehr zu produzieren. Da geht es um Grundstoffe, da geht es um Produkte, um Commodities, die man braucht, auch zum Beispiel, um mit starker Wirtschaft der Ukraine zu helfen. Und deswegen, vertretbar, verständlich ein Gasboykott ist, wie er von einigen gefordert wird, er würde die deutsche Wirtschaft stärker treffen als die russische Wirtschaft. Und Sanktionen sollen ja nicht selbst zerstörend sein, sondern sollten den anderen aufzeigen, dass sie Grenzen beachten müssen, dass sie geschwächt werden. Und deswegen Verringerung ja, aber sofortiger Ausstieg nein, ist meines Erachtens der richtige Weg. Wenn man von Sanktionen spricht, sind ja meist erstmal darauf bezogen, die im Moment die Partei zu beschwächen, die sie betrifft. Jetzt wurde schon auch von der Politik gesprochen, Olaf Scholz zum Beispiel, dass man sich darauf einstellen muss, auch dass wir Deutschen unter den Sanktionen mit leiden in gewisser Weise. Ich sitze jetzt ja nicht nur als Masterstudent, sondern auch für eine ganze Generation ankommenden Studenten, Bachelor, Nachrückenden. Die kennen die DDR zum Beispiel noch aus Geschichtsbüchern, die haben die nicht mehr miterlebt. Was glauben Sie, werden die Sanktionen auch langfristig für Folgen für unsere kommenden nachrückenden Generationen haben? Wie viele von uns werden vielleicht später ein Unternehmen übernehmen und ein Unternehmen leiten? Was für Gedanken müssen die sich jetzt machen, die durch diesen Krieg folgen? Wenn man diesen Krieg nimmt und sie fragt, wer ist der Verlierer dabei? Der größte Verlierer wird die Wirtschaft, die Bevölkerung Russlands sein. Die werden in die 1930er zurückgeworfen werden. Und solange Putin dort was zu sagen hat, werden normale Beziehungen, Handel, Kooperation der Wirtschaft nicht mehr möglich sein. Aber ein Verlierer ist auch Europa. Wir sind noch immer nicht im Bruttosozialprodukt, das vor der Pandemie war. 2022 werden wir weniger wertschöpfen als 2019. Wir wachsen auch zu langsam. Und die Kosten sind jetzt schon enorm. Und werden den Wiederaufbau der Ukraine, egal wann und wie, gemeinsam unterstützen müssen. Das heißt, der große Verlierer ist Russland. Aber auch wir haben Nachteile dabei, erhebliche Nachteile. Und der Gewinner ist China. China bezahlt nichts, China hält sich formal raus, stützt ein bisschen Putin, aber nicht genügend sichtbar. Und ich bin gespannt, am letzten Freitag war ja der Gipfel China-EU digital. Und die EU-Vertreter haben die Regierung und den Präsidenten von Peking klar davor gewarnt, nicht die Sanktionen abzumildern, schon gar keine Waffen an Putin zu liefern. Wenn sowas geschieht, dann kämen wir auch um Maßnahmen gegen China nicht herum und dann wäre die Folge für die Rezession, für die Wirtschaft noch viel weitreichender, als die Folgen der Sanktionen gegen Russland schon sind. Und ich kann Ihrer Generation nur sagen, wir haben 15, 16, 17 tolle Jahre hinter uns. Ein Grund, warum es uns gut ging, waren vernünftige Tarifpartner, waren kluge Tarifabschlüsse, maßvolle Lohnentwicklungen und war die Agenda 2010. Und den Vorsprung an Wettbewerbsfähigkeit haben wir jetzt weitgehend aufgezehrt. Wir brauchen eine neue Reformagenda. Wir müssen
über eine längere Lebensarbeitszeit sprechen. Rente mit 63 wird nicht mehr gehen. Wir müssen über Demografie sprechen, über Zuwanderung sprechen, über Fachkräfte, über Weiterbildung sprechen, damit Deutschland nicht stagniert, sondern wieder einen Wachstumspfade anknüpfen kann. Und deswegen mehr Bildung, mehr Weiterbildung, mehr Forschung, mehr Entwicklungsgelder, mehr Innovation, bessere Infrastruktur, längere Lebensarbeitszeit. All dies ist notwendig, damit Deutschland ein wirtschaftlich starkes und wettbewerbsfähiges Land bleiben und dort, wo wir es nicht sind, im digitalen Sektor werden kann. Sie haben über die Sanktionen gesprochen in Austausch mit China. Glauben Sie, dass der Höhepunkt der Sanktionen derzeit erreicht ist oder werden noch weitere Sanktionen gegen, nicht nur gegen Russland, vielleicht auch gegen andere Länder nötig sein? Und wird das am Ende eine gemeinsame europäische oder globale Entscheidung sehen? Der Konflikt war das erste Mal, dass sowohl staatliche Agenturen als auch Unternehmen zusammen einen Strang gezogen haben. Oder wird hier Deutschland vielleicht auch einen Alleingang machen müssen? Russland hat sich mit seinem brutalen Völkermord von vielen Ländern der Erde isoliert. Aber bei der UN-Resolution waren es 34 Länder, die sich enthalten haben. Fünf haben für Russland gestimmt. Das sind die ganz Bösen. Nordkorea, Syrien, andere. Aber Indien hat sich enthalten, Südafrika hat sich enthalten, eine Demokratie. Das heißt, Putin hat noch ein paar, die ihn decken, zumindest dulden. Und ich glaube, dass deswegen gerade auch nach den Bildern von gestern der Druck nochmal auf die Länder, die Sanktionen nicht beitreten, die ihn decken und dulden, die ihm damit das Leben erleichtern, damit wir denen auch klar sagen, wenn die Weltgemeinschaft diese Bilder hinnimmt und toleriert, dann hat sie Menschlichkeit, hat sie Humanität nicht mehr in der Gegenwart. Und ich glaube, dass deswegen der Druck auf diese Länder in den nächsten Tagen nochmal deutlich gesteigert werden muss. Der Druck ist auf jeden Fall, die Länder spüren es ja schon, wenn man Bilder aus Russland sieht, die Einkaufsläden haben weniger Waren. Wie gesagt, die private Wirtschaft unterstützt die Sanktionen zum größten Teil. Wie ist denn Ihrer Auffassung nach, wie sollte man am besten mit solchen Autokraten umgehen? Nicht nur als Politiker, der sie sind, aber als auch als Unternehmen, die ja viele wie wir als Studenten später in die Unternehmen reingehen werden. Man sollte ein Frühwarnsystem schärfen. Man sollte die Absichten von Autokraten möglichst früh erkennen. Wir haben bei Putin seine wahren Absichten nicht erkannt. Noch vor 10, 12, 14 Wochen, als die US-Geheimdienste sagten, der bereitet einen Krieg vor, nahmen wir dies nicht ernst. Das heißt, wir müssen einfach die verbrecherische Energie von Autokraten ernst nehmen. Von dem aus Nordkorea ebenso. Wir müssen ernst nehmen, dass böse Menschen Dinge zu machen bereit sind, die uns unvorstellbar erscheinen. Völkermord. Brutales Vorgehen gegen Leute ohne Waffen, Zivilbevölkerung. Und dann müssen wir, glaube ich, in diesen westlichen Bündnissen noch viel stärker kooperieren. Wir müssen auch mehr investieren in die Bundeswehr. Dass ein General sagte, die Bundeswehr ist blank, ist eine klare, beschämende Aussage. Wir haben tolle Soldatinnen und Soldaten, aber das Gerät ist miserabel. Man kann über jeden Hubschrauber, der nicht hochgeht, froh sein, denn er käme ungeordnet runter. Viele Maschinen und Hubschrauber und Panzer sind nur noch Ersatzteillager, werden ausgebeint, damit man eine kleine Zahl noch nutzen kann. Wir haben zweimal durch Unterschrift von Außenminister Steinmeier damals und der Ministerin von der Leyen zugesagt, dass wir 2% unseres GDP in Verteidigung investieren und liegen bei 1,4%. Das geht nicht mehr. Wir müssen mehr für Landesverteidigung, für die Grenzsicherung in der gesamten NATO, der gesamten EU, auch zugunsten von Lettland, Litauen, Estland, Polen tun. Die NATO ist aktuell so stark zusammengerückt wie nicht. Die Länder scheinen sich eher zu überschlagen, wie stark sie der Ukraine helfen wollen, wie stark sie die NATO-Ostflanke stärken wollen. Die Bundesregierung hat jetzt angekündigt, 100 Milliarden Euro in die Rüstung zu investieren, zusätzlich zu dem 2%-Ziel. Sehen Sie daher auch den Krieg in der Ukraine als
Förderung der Wirtschaft, der lokalen Wirtschaft, der europäischen Wirtschaft, da jetzt mehr in Rüstung investiert wird? So schlimm der Krieg und der Völkermord auch sind, es hat auch etwas Gutes, nämlich es war ein Weckruf. Es ist ein Weckruf an uns alle. Die Rede von Olaf Scholz im Deutschen Bundestag wäre noch vor einem halben Jahr undenkbar gewesen. Undenkbar. Und das Bekenntnis zu mehr Verteidigungsfähigkeit, zu einem stärkeren Europa, auch dies ist nur entlang des Kriegsgeschehens vorstellbar. Die 100 Milliarden sind notwendig. Übrigens, mein Gedanke ist dabei, dass man nur Geräte beschafft, die man so standardisiert und normiert, dass dies ein Schritt auf dem Weg zu einer europäischen Armee werden kann. Ich glaube, dass wir mittelfristig eine europäische Armee brauchen. Und deswegen jeder Euro so investiert werden sollte, dass er mit den Standards anderer Länder, anderer europäischen Mitgliedstaaten kompatibel wird. Das heißt, die NATO oder die EU hat ja schon eine schnelle Eingreifstruppe. Deutsche und französische Bataillone arbeiten zusammen. Glauben Sie, dass es auf europäischer Ebene noch engere Zusammenarbeit kommt? Aber es ist nicht nur auf politischer. Glauben Sie auch, dass die Wirtschaft in Europa enger zusammenwächst dadurch und der Welt? Ja, das glaube ich. Wir haben ja den Binnenmarkt, eine der wichtigsten Errungenschaften der Europäischen Union, in dem wir keine Grenzkontrollen mehr haben, keine Zölle mehr erheben, indem es Personenfreizügigkeit und Freizügigkeit für den Transport von Waren und Gütern und Dienstleistungen gibt. 440 Millionen Menschen, die Schweiz quasi assoziiert, Norwegen, der Westbalkan, die Ukraine. Dieser Binnenmarkt ist noch immer einer der drei größten Märkte der Welt. Und den müssen wir jetzt vollenden und vertiefen. Und da müssen wir auch mehr europäisch forschen. Gegenüber der Forschungskraft von Kalifornien, oder auch von Oxford und Cambridge und London oder von den chinesischen Forschungsnetzwerken ist kein Mitgliedstaat, auch nicht Deutschland, allein in der Lage mitzuhalten. Wir brauchen die besten Köpfe von Grenoble, von Delft, von Budapest, von München, von Österreich-Winkel, von Berlin, von Mailand, gemeinsam mit der forschenden Industrie im Public-Private Partnership, dann haben wir eine Chance, den Wettlauf um die besten Köpfe und die besten Forschungsergebnisse aufzunehmen. Und Forschungsergebnisse werden dann durch Entwicklung zur Produktion gebracht. Und wir müssen erreichen, dass Europa Dinge produziert, die andere brauchen, aber in der Qualität nicht haben. Das sind auf jeden Fall Aspekte, die uns langfristig wieder im Weltmarkt als Europa stark machen. Und das sind Aspekte, die, Sie haben gesagt, wir bräuchten es. Sehen Sie Aspekte, die kurz-, mittel- und langfristig auch wirklich realisierbar sind? In der Vergangenheit war es ja oft, dass dann einzelne Staaten den Egoismus durchgesetzt haben. Was ist aus Ihrer Sicht, was sind die langfristigen Schritte, die jetzt die Europäische Union oder Europa an sich voranbringt, was sie aus diesem Krieg lernt? Wir müssen parallel aus der Pandemie lernen, wie wir für künftige Pandemien uns besser vorbereiten. Denn nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Wir müssen also die Virologen Europas zusammenbringen, die Biologen, die Chemiker. Wir müssen alles tun, dass wir auf künftige Gesundheitsgefahren, Epidemien, Pandemien besser vorbereitet sind. Zum Zweiten, der nächste Krieg wird ein Cyberwar. Die Gefahren über KI, über Bio- und Nanotechnologien, über digitale Attacken auf Datenspeicher und auf kritische Infrastrukturen ist sehr groß unterschätzt. Wir müssen uns auf einen digitalen Krieg, einen Cyberwar vorbereiten. Drittens müssen wir einfach unsere Bundeswehr stärken und die Kooperation mit anderen Armeen verbessern und müssen, glaube ich, alles tun, dass Putin nie auf die Idee kommen kann, irgendein Land Europas anzugreifen. Und müssen uns auch klar bekennen, der Bündnisfall entsteht, auch wenn nur ein paar Quadratkilometer von Estland oder Lettland angegriffen werden. Der Bündnisfall heißt, dass alle auf dem Beistand der anderen bauen können. Heute sitzen wir hier in den Räumlichkeiten der EBS. Sie haben ja viele Pandemien, Konflikte angesprochen, die aktuell
uns allen gegenwärtig sind. Was genau kann die EBS unternehmen, um die Menschen, die sie umherumstehen, die Stakeholder und insbesondere die Studenten, die wir hier sind, auf solche Probleme vorzubereiten? Sie haben als Studierender, Bachelor oder Master eigentlich zwei Chancen und Aufgaben. Das eine ist die fachliche, in Business oder Law, am besten ein bisschen verknüpft, dass der, der Business macht, auch Rechtsgrundlagen kennenlernt und der Jurist auch rechnen kann, kalkulieren kann, eine Bilanz lesen kann. Und daneben geht es um die Persönlichkeit. Sie sind ein erwachsener Mensch, aber trotzdem sind die Jahre hier die letzten und besten Jahre, um sich auf das Leben vorzubereiten, also Familie gründen oder Start-up zu werden, ein Unternehmen aufzubauen oder die Karriere zu vollziehen oder vielleicht 2 Jahre nach Afrika als Entwicklungshelfer zu gehen oder. Persönlichkeitsbildung. Und dann, so ging es auch mir, die wichtigsten Freundschaften fürs Leben schließt man in der Schule und in der Hochschule. Das heißt, hier das Netzwerk mit Studierenden aus, sie sind aus Hamburg, aus Stuttgart oder aus Budapest, aus einem indischen Land oder aus Frankreich, aus UK zu schließen und die zu pflegen, lebenslang, ist eine unglaubliche Bereicherung. Kann auch mal im Beruf nützlich sein, aber ist jedenfalls für die Lebensführung, für die Lebensqualität wichtig. Das heißt, die Persönlichkeitsentwicklung und das Netzwerk ist neben dem Fach Law oder Business genauso wichtig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, dass Sie uns sowohl politisch, wirtschaftlich und ein breites Spektrum abgedeckt haben und uns Ihre Fachmeinung mitgeteilt haben. Ich denke, wir könnten alle daraus was mitnehmen. Unsere Sorgen konnten vielleicht etwas verringert werden und dass wir wieder einen Blick bekommen, was uns vielleicht in der Zukunft erwartet und worauf wir uns Gedanken machen müssen, worauf wir uns gefasst machen müssen, was vielleicht noch auf uns zukommt. Ich freue mich, Sie demnächst schon wieder hier begrüßen zu dürfen in den nächsten Talkrunden und dann gemeinsam die nächste europäische Herausforderung gemeinsam zu thematisieren. Vielen Dank Ihnen. Und vielen Dank besonders Ihnen, Herr Oettinger. Sehr gerne. Gut gemacht. Besten Dank.